Dass er Lützeburg nicht nimmen e verlässlichen an idealistischen Europapartner ist, mit darüber heraus auch, wie es schenkt, eine himmlische Passion hat für Asien, das beweist eine Ausstellung, die am Moment an der Villa Vauban zu gesehen ist. Alles, was nämlich an der Ausstellung zu gesehen ist, stammt aus Privatkollektionen von Lützeburg. Claudine Metz und Edmond Zigan wollen sich das Ausstellung angucken. 20 Lützeburger Privatsammler haben sich während mehr als 2 Monaten von ihren schönsten Kunststücken getrennt, für das Stadion so zu erlauben, diese Ausstellung zu realisieren. 104 Werke aus 6 verschiedenen Ländern, und zwar Indien, wo diese wunderbare Shiva hier kennt, China, Japan, Indonesien, Thailand und Kambodsch, die sicherlich kein wissenschaftliches Bild von der Kunst, der Religion und der Lebensader weiß von den verschiedenen Kulturen, die hier vertreten sind. Mit trotzdem finden an dieser Ausstellung eine große Variation von Objekten, denen mit erlauben, die asiatischen Zivilisationen besser zu verstehen. So als neben dem Hinduismus durch das Votivelement auch den Jainismus vertreten, den in Indien für ganz wenige Leute praktiziert wird. Es ist am Gandhara, am Norden von Indien, wo der Buddha vertäuscht als Mönch durchgestellt gauf und dadurch erst 700 Jahre nachdem hier gelebt hat. In China holen die buddhistischen Figuren im ganz neu stilistisch Formen an. Der Buddha geht oft an der Meditationsposition auf einer Lotusblume durchgestellt, Symbol von der Purheit. Chinesische Keramiken, besonders aus der Han- und aus der Tang-Zeit, sind ganz beliebte Sammelobjekte. Sie sind meistendeels ergreifbar von Kind und informieren uns hautnah über die chinesischen Traditionen, wie sie vor rund 2000 Jahren praktiziert wurden. Ein ganz Reihe Möbeln aus dem 17. Jahrhundert gehören zum Höhepunkt von dieser Ausstellung. Ein Philosoph, den an seiner Hütte über die Größe und Schönheit von der Natur meditiert, als ein Thema, das ganz oft an der chinesischen Malerei irren kennt. Die ausgestellten indonesischen Reliefe stammen aus dem 9. und 10. Jahrhundert an Erstaunen durch die interiorisierte Expression, die am porösen Lava stehen, schwer durchzustellen ist. Vergüllte Bronze aus einer Materie, die in Thailand viel gebraucht ging. Die japanische Kunst geht am Shiko Munakata seine Werke resümiert, dessen Artist aus dem 20. Jahrhundert inspiriert sich sowohl für die Ikonografie wie auch für die Technik von aller japanischer Kunst. Paravan sind in Japan oft als dekorativ in Erdelungspanno gebraucht gin. Samuraien waren ein kämpferisches Volk, die an der japanischen Geschichte eine ganz wichtige Rolle zu spielen hatten. Den meditativen und innerlich beruhigenden Aspekt von der asiatischen Kunst kommt am besten bei der Khmer-Kunst zum Vorschein, ein Saal, wo der Visitor zur Meditation eingeladen wird. Vielen hat gedacht, dass es so viel prachtvoll asiatische Kunstwerke zu Lützeburg gibt. L'art asiatique dans les collections luxembourgeoises an der Villa Vauban, eine Ausstellung, die der Künkesin Albert außer Dünstes an dat nach bis zum 3. Februar, Visitgideen sind all Donnerstes a Samstes Nummertes im 3 Jahr.